Leute, das war wieder nie erlebt. Das finde ich jetzt richtig asozial. Ich dachte mir gerade, ich lade mein kurzes Video, wo ich gerade geredet habe, hoch, das ist für ETS. Dann kommt einfach mal so ein Scheiß hier. Wie deaktiviert, dann kommt halt jetzt eine Urheberrechtswarnung. Bitte was? Ein Urheberrechtsinhaber hat aufgefordert, dein Video zu deaktivieren, weil die alten Inhalte mutmaßlich seine Urheberrechte verletzen. Okay, genau, angeblich. Was ist eine Urheberrechtsverletzung? Weil das ein Video aufgrund einer Urheberrechtsbeschwerde deaktiviert wird, erhält dein Konto vorübergehend eine Urheberrechtsverwarnung. Du verlierst eventuell den Zugriff auf dein Konto, falls du Verwarnungen innerhalb von 3 Monaten erhältst. Was? Die Verwarnung wird nach 3 Monaten aufgehoben, solange du den Kurs Urheberrecht auf YouTube absolvierst. Du kannst YouTube auch während der Zeit nutzen. Bitte was? Junge, was ist da los, bitte? Ich gehe jetzt hier erstmal drauf, um mir erstmal was zu trinken. Wo steht mein Trinken überhaupt? Wo habe ich mein Trinken hingestellt? Ah, hier steht's. Gefunden. Gefunden. So, gefunden. Gegnerstellungen, Grundlagen. Okay, jetzt nehmen wir hier jetzt einen Scheiß. Wir gehen erstmal zu. Wir machen jetzt erstmal zusammen den YouTube-Kurs, würde ich mal sagen. Nimm dir einen Moment Zeit, um dir dieses Video zum Thema Urheberrecht anzusehen, um die folgenden 4 Fragen zu beantworten. Wenn jemand behauptet, dass du seine Urheberrechte verletzt hast, dies aber auf keinen Fall die Wahrheit entspricht, hast du folgende Möglichkeit: Video erneut hochladen, das Video löschen, eine Gegnerstellung einrichten, das Video herunterladen. Erstens. Das Video erneut hochladen bringt dir schon mal nichts, dann kommt es nämlich das zweite Mal. Das Video löschen bringt dir auch nichts, dann hast du ja kein Money erreicht, so gesehen. Das Video herunterladen bringt dir auch nichts, dann hast du es runtergeladen, also eine Gegendarstellung einrichten. Die Löschung des Videos, das wegen Urheberrechtsverletzung entfernt wurde, wird die damit verbundene Verwarnung aufgehoben? Die Löschung des. Das weiß ich gar nicht. Schauen wir mal kurz. Dieses Mini-Video an. Vielleicht steht da ja irgendwas dabei. Weiß ich ja nicht. Und geht es nicht mehr so lange, oder? Okay, geht's. Alles klar. Lol, Alter, dieses Video, das kenne ich zwar, nein, das ist voll lustig eigentlich. YouTube Copyright School, das ist richtig binder, Mann. Mit Russell. Lumpy. Okay. Extra für YouTube kann das sein. Russell's a huge fan. He can't wait to tell all his friends about it. Der ist übrigens verboten, Videos aufzunehmen. Denn die laufen erst im Kino. Hey, Russell, das habe ich auch schon gemacht. Und das ist dann verboten. Uploading someone else's content without permission could get you into a lot of trouble. It may be copyright infringement. Copyright is a form of protection for original works of authorship, including literary, dramatic, musical, graphic, and audiovisual creations. Copyright infringement occurs when a copyrighted work is reproduced, distributed, performed, or publicly displayed without the permission of the copyright holder or the legal right to do so. Even though YouTube is a free site, you can get in serious trouble for copyright infringement. You can be sued and found liable for monetary damages. You could lose your booty. Bitte was? Or worse, you could lose Alter. Your YouTube account. You only get a few Was? If YouTube receives a valid notification of alleged copyright infringement from a copyright holder for one of your videos, the video will be removed in accordance with the law. You'll be notified via email and in your account, and you'll get a strike. If YouTube finds you're okay, a repeat offender, glaube ich. You'll get banned for life. Here's an idea. Why not make your own video? Was? Hä? Das habe ich doch gemacht. Die Löschung des YouTube-Videos, deswegen wurde die Verwirrung aufgehoben. Das ist falsch. Und der gesagt, jeder kann im Namen eines anderen eine Urheberrechtsverletzung melden. Zu was? Einem anderen? Weiß ich nicht. Wenn du in deiner Videobeschreibung auf Fair Use angemessene Verwendung beziehst, kann dein Video nicht als Urheberrechtsverletzung betrachtet werden. Das ist falsch, das stimmt nämlich nicht. Weiter.
Das ist richtig, das ist richtig. Jeder kann im Namen, das ist falsch, okay. Auch richtig, weiter. Okay, ich habe einen Strike. Okay. Was? Am 10. läuft das ab? Was? Ich will ein Video hochladen, du Arschloch, Mann. Ey, wenn das nicht funktioniert, ne? Ich raste aus. Dann funktioniert sogar. Okay, gut. Dann kann ich mein neues Video hochladen und ich würde sagen, das ist mit dem Video. Hallo, du findest das auch mal. Wir sagen, das ist mit dem Video von YouTube, was bei YouTube losgeht. Und ich würde sagen, das ist mein erster Strike jetzt. Mein erster Strike auf YouTube.